Bob Logistics, da, da. Genau, habe ich noch gar nicht erforscht. Jo, einmal erforschen bitte. Oh, und die blauen Batterien werde ich auch vorbereiten müssen. Die da. Oh Gott. Lithium-Perchlorid. Wir brauchen Lithium-Kobaltoxid. Wir brauchen Lithium-Perchlorat. Irgendwoher. Geh da runter. Da. So. Guck mal, ob du hier irgendwas herstellen kannst. Lithium-Kobaltoxid, was ist das? Stopp, 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 stopp. Lithium-Kobaltoxid, ja. Wird hergestellt in einem Chemical wieder. Braucht Lithium. Wo wird Lithium hergestellt und wie sieht's aus? Lithium sieht aus wie ein Stück Echsenhaut. Das da. Wird hergestellt in einem Electrolyzer. Okay, Electrolyzer. Dahin. Du stellst bitte Echsenhaut her. Aus Lithiumchlorid. Wo kriegen wir Lithiumchlorid her? Lithiumchlorid kriegen wir aus lithiertem Wasser. In einem Electrical Chemical Furnace. Habe ich erwähnt, dass die Bob-Mod-Geschichte ziemlich aufwendig ist? Und wo blinkt es gerade gelb? Noch nirgends. So, du. Du machst jetzt Lithiumchlorid, richtig? Ja, aus lithiertem Wasser. Und lithiertes Wasser kommt aus so einer Pumpe, glaube ich. So einer Pumpe. So einer Pumpe. Da. So, du kommst da rein. Hallo? Klappt das nicht? Verwirrt. Chemical Plant 3, nein. Gas, Bottled Gas, ja, mach mal. Anscheinend. Ich mache das mal näher ran, weil ich muss es direkt angeschlossen sein. Oder es braucht irgendeine besondere Art von Rohr für den Transport. Oder ich habe es falsch rum aufgebaut. Anscheinend habe ich es falsch rum aufgebaut. Und Lithiumchlorid wird richtig schnell hergestellt. Das ist gut. Das heißt, wir machen einmal bitte hier einen Anschluss. Da eine Verbindung. Und ich hätte gerne ein paar Ärmchen. So, da wird die Echsenhaut hergestellt. Echsenhaut bitte da rein ebenfalls. Aber nur so zwei Stacks. Du auch nur so zwei Stacks. Dann wird die Echsenhaut weitergereicht nach da. Und da wird dann. Was? Ach so. In noch einem Chemical Furnace. Ich sollte gleich ein Dutzend davon bauen. Das werde ich später auch alles ordentlich hinsortieren. Also, ich werde später irgendwie hinbekommen, dass wir einen Park haben nur mit Electrolysern, einen Park haben nur mit Chemical Furnaces. Und die werden dann immer beliefert. Aber jetzt will ich die Sachen erstmal haben, damit ich die besseren Roboter herstellen kann. Large Area Mining Drill, go. So, du weg. Du dahin. Und mach aus Echsenhäuten bitte Lithium-Kobaltoxid. Dafür brauchst du auch noch Kobaltoxid. Was wir nicht haben. Sonst hätten wir Kobaltbarren, richtig? Die wir nicht haben. Haben wir Kobaltbarren? Ich sehe keine Kobaltbarren. Also, ah doch, da, 1400, ups. Sollten wir vielleicht beschränken. Sonst verballern wir alles Kobalt zu Kobaltbarren, anstatt daraus irgendwelche Oxide zu machen. Du forderst bitte an die Oxide. Kobaltoxid. So, das war eins. Ein verdammtes Ding von den dreien, die wir brauchten.
um die Batterien herzustellen. Und warum machst du nichts? Weil wir keine Kobaltoxide haben. Okay. Geh weg hier. Und such die Kobaltoxide. Da. Du. Wow, Gott. Okay, du bist beschränkt darauf. Das heißt, wir müssen jetzt Kobalterz. Gleich den nächsten. Wir müssen jetzt Kobalterz replizieren. Ich glaube, wir haben innerhalb der Basis nicht mehr so die. Machen wir das weg. Ja, die sind überall blau. Ach, da hinten. Das könnte noch vorkommen, so sein. Okay. Lauf, 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 lauf. Ja. Da sind ein paar. Normal haben wir Mining Drill. Erstmal haben wir Licht. Mach mal Licht. Dahin. Oh ja, sehr schön. Wenn wir dabei sind, tu Licht auch nochmal dahin. Mach das Ganze schon mal wesentlich angenehmer. Und lauf drüber. So, haben wir jetzt Mining Drills. Ein MK3 Mining Drill. Ja, besser als nichts. Dahin. Dahin. Ganz schön viel Ramsch und Roboter. Ich hatte kurzfristig überlegt, sie vielleicht zu behalten. Nur für den Fall, dass wir bald die blauen Chips haben und die blauen Batterien. Aber irgendwie glaube ich da nicht dran. Nach diesen zig hunderttausend Zwischenschritten, die wir noch machen müssen und vorbereiten müssen, wird das nicht so schnell was werden. Und du mach mal Speed. Jo. Gib mir Kobalt, Erz, Oxid, Chlorid, Nitrate. Du. Gleich den nächsten. Bup. 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 Hm, die wollte ich eigentlich im Nordosten hinsetzen, ne? An die Ecke. Ah, später irgendwann mal. Das ist schon okay. Und mach die hier mal weg. Und die da mal weg. Und ich kann die da jetzt schon rübersetzen, richtig? Ich denke schon. So, 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 so. Also, Kobalt wird abgebaut. Ich bin fast versucht, daneben stehen zu bleiben, damit das da unten auch noch abgebaut wird. Electric Large Area Mining Drill MK3. Wir haben gleich eine MK4. Wo wollte ich den Large Area benutzen? Hier unten beim Tin, ne? Das übrigens schon wieder alles, ja. Dum-di-dum. Und genau dafür wollte ich den haben. Ich glaube, ich baue mal ein MK3 und gucke mal, was die Reichweite so ist. Reiß das mal alles ab. Oh. Da ist viel Zeug drin. Zwar auch Zeug, das wir nicht unbedingt in dem Maße gerade brauchen. Gold weg, das weg. Recycler weg. So. Und mach daraus bitte eine lila Kiste. Und heb bitte das Zeug da auf. Okay. So. Large Area. Oh ja. Das ist mal Large Area. Okay, setz den mal hier hin. In eine rote Kiste. Und mach Speedmodule. Warum habe ich die Speedmodule aus den beiden Dingern da nicht zurückbekommen? Da waren noch welche drin, oder? Da ist übrigens noch mehr Kobalt. Hm. Also er scheint so schon relativ flott zu sein, aber nicht so flott, wie ich es eigentlich gerne hätte. Forder mal Speedmodule an. Sollten ja inzwischen wieder ein paar fertig geworden sein. Ruhig mehr als 10. Ruhig 50. Ich verbrauche die doch recht schnell. So, du bist fertig. Komm mal mit. Da waren jetzt Speedmodule drin, richtig. Da, wo ich sie nicht gebraucht hätte. Das heißt, hier verkneife ich es mir jetzt mit Null reinzutun, weil ich weiß, dass es eh bald fertig ist. Und dann ist gut. Noch größere Mining Drills. Mining Area 17x17. Braucht Tungsten, Carbide Platten und Nitinol Gear Wheel. Du mir ja auch nein. Das mache ich jetzt nicht. Ich habe für die blauen Batterien schon genug Zwischenschritte, die ich machen müsste. Ich hätte stattdessen lieber. Ich glaube, ich habe keine 1250 lila Tränke, oder? Lila Tränke sehe ich 605. Das heißt, unsere Forschung sollte sich auch in dem Bereich
aufhalten. Mehr Charakter-Logistik-Slots. Ja, davon kann ich nie genug haben. Naja, doch irgendwann schon. Aber so bis hier wäre schon ganz schick. Ehrlich gesagt. Muss ich nicht so viel hin und her wuseln. So, und du da unten. Ich klau dich mal ganz kurz und mach aus dir ein Vierer. Dre. So, mit Speedmodulen. Wasch. Sehr gut. Und es sind 54.000 Tin, die das Ding jetzt abbauen wird innerhalb von ein paar Folgen. Also Tin sollte erstmal gut sein. Davon hätte ich gerne noch zwei. Da würde ich nämlich ehrlich gesagt ganz gerne einen für Charge Chunks. Oh. Oder einer von die Mitte stehen. Da werden beide Sachen abgebaut. Ja, das klingt sehr gut. Noch irgendwelche Felder? Das Kohlefeld könnte man theoretisch derart anpassen. Aber ich habe den Verdacht, wir brauchen nicht mehr so wirklich viel Kohle. Das Ding wäre schon fast bald voll. Du kannst damit kommen. Ihr braucht keine Speedmodule mehr. Aber das ist alles okay so. Ja, ja. Also ich sollte jetzt weitermachen bei den Chlorid-Nitrat-Oxid-Geschichten. Wollen wir prüfen, ob ich hier das begrenzt habe? Ja, habe ich. Also, guck dir die Batterie an und weine. Wir haben jetzt Lithium-Kobaltoxid hergestellt. Das ist richtig. Wir bräuchten jetzt noch Lithium-Perchlorat. Das wird wahrscheinlich auch wieder so ein Lithium- oder liziertes Wasser brauchen. Moment mal, Lithiumchlorid. Lithiumchlorat. Perchlorat. Es könnte aber vielleicht das Lithiumchlorat brauchen, das Lithiumchlorid brauchen, um das Lithiumperchlorat herzustellen. Wo stellt man Lithiumperchlorat her? Wahrscheinlich wieder im Electrical Chemical Furnace. Es muss ein Chemielehrer sein. Wer hat sonst Freude an sowas? Warum? Wo? Moment. Können wir das noch nicht herstellen? Lithiumperchlorat. Es ist weiß, wie fast alles. Chlorid? Nein. Nein. Ich denke, wir können es noch gar nicht herstellen. Nee, jupp. Das heißt, wir müssten das hier wieder irgendwo erforschen. Da. Nee, also Nichinol brauchten wir auch. Das war eins von den Sachen, die wir später gesehen haben. Nein. Säureraketen. Klingt garstig, aber nein. Elektrolyse? Nein, ist nur für den besseren Electrolyzer. Ist das. Das muss hierbei sein, oder? Ich baue einfach mal noch ein davon auf und hoffe das Beste. Ich baue die mal hier in die Nähe, weil ich glaube, wir brauchen aus der Kiste dann was. Also. Silikonnitrit. Lithiumchlorid. Nein, wir brauchen Perchlorid. Nee. Nee, nee, nee. Was ist das? Charcoal? Nein. Ob es vielleicht irgendwo anders mit zugeordnet wurde aus Versehen, aber es sieht nicht wirklich danach aus. Das heißt, ich werde mich gleich hier durchkämpfen müssen und versuchen, das zu finden. Ja. Ärgerlich. Calciumchlorid? Nein. Ja, okay. Dann muss ich es halt machen.
Gib mir irgendwas, was chemisch aussieht. Nuclear Energy Generation, nein. Die hier immer noch, ja. Aber du bist, wie gesagt, nur dafür da, dass wir einen besseren Electrolyzer bauen können. Und du bist nur für einen besseren Chemical Plant. Chemical Plant. Nitrinol. Nee. Das war die Urangeschichte. Das ist Air Compressor. Das hat nichts damit zu tun. Nee. Aber gut, da wir eh gerade bei der halben Stunde sind, Aufnahmezeit, werde ich jetzt die Aufnahme pausieren und zwischen dieser und der nächsten Aufnahme raussuchen, wie wir, oh, wie heißt das Zeug nochmal? Wie wir Lithiumperchlorat herstellen können. Also bis gleich.